Du meinst, ob wir ganz spezifisch mit ChatGPT was machen? Mhm. Ja, wir wie alle anderen probieren gerade aus, wie wir ChatGPT näher an unsere Nutzer bringen können. Ja, nicht nur spezifisch ChatGPT, der ganze Generative AI-Bereich ist ja sehr groß. Wie kann ich Generative AI für den Autoverkauf nutzen? Und zwar nicht nur im Generieren von Texten für unsere Internetseite, sondern was ist ein Nutzerproblem, was ich genau damit gerade angehen kann? Stell dir vor, du willst aufbereiten, dass du dich schon mal in dein Auto setzen kannst, ohne dass du da jetzt irgendwie hinfahren musst. Und zwar nicht aufgrund von, du hast schon ein vorgerendertes Modell von dem Auto, weil wer hat dann das schon, sondern von wenigen Bildern, die der Autohändler vielleicht gerade auf seinem Hof geschossen hat. Auch das ist Generative AI. Wir müssen genauso noch verstehen, was sind da die Potenziale. Das macht gerade eine Gruppe von sowohl Produktmanagern als auch Data Scientisten bei uns. Du willst ja auch nicht, wenn jetzt wir alle exakt das gleiche Modell nutzen, ChatGPT, GPT-4, was auch immer, kriegen wir auch alle exakt die gleichen Ergebnisse, dann werden die Internetseiten in Zukunft sehr langweilig werden. Also zu überlegen, wie kannst du denn das auch noch anfassen und für uns als Firma nutzbar machen, und ich meine, du brauchst keinen Data Scientist, um ChatGPT zu nutzen. Meine Mama kann ChatGPT nutzen. Macht sie auch, finde ich sehr interessant. AI to the forefront. Und das genau zu verstehen, wo ist dann das Potenzial hinter dem Potenzial, was sie alle schon sehen. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Spannend. Definitiv, ja.